Die Datenwelt löst sich bereits auf. Ich muss die beiden schnell finden. Also, mal sehen, hier lang. Wegen starker gegnerischer Interferenzen kannst du in diesem Abschnitt keine Fähigkeiten... Oh Mann, schon wieder. Und wir machen das Gimmick aus... dem Wunderland. Das ist doch echt zum Verzweifeln. Schade, ich dachte, ich krieg damit alles. Okay, ich friere. Ich sollte mich um die... Ich kann dem nicht ausweichen. Die Gegner sind gerade ein bisschen zu heftig. Ich kann dem nicht ausweichen. Dann hört ihr mal auf zu springen. Ich wünschte, dieser Teil der Melodie wäre gerade nicht künstlich verlangsamt. Welle 3. Ich werde mir das da auf jeden Fall holen. Wirklich, dieser Teil der Melodie sollte nicht... Memoir hat mehr als Taktfähigkeit erlernt. Ich sollte diesen Teil der Melodie wirklich nicht so verbringen müssen. Also ich denke, dass dieses Feuer doch einiges gegen meine Gegner ausrichten sollte. Natürlich nicht unbedingt gegen den Pyro-Zipfler. Das sind normale Angriffe wohl besser. Ich muss ein bisschen vorhersehen, wo er hinkommen wird. So, und da, danach agieren dann. Einfach alles eliminieren. Egal, wo es auch sein mag. Das irritiert mich nach wie vor immer noch nicht. So, jetzt haben wir ein Windschild. Sollte auf jeden Fall schon für was gut sein. Komm, mach alles platt. Alles, was es da gibt. Zerstöre alles. Alles mit deiner Macht. Natürlich, vor den Feuergegnern geben sie mir noch das Feuerkommando. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann gegen Eisgegner besser wäre. Könnt ihr mal aufhören rumzuzipfeln, ihr Zipfler? Okay, ein Invictor. Der muss auf jeden Fall das obermotzige, herzlose Wesen hier sein. Verdammt, mein Windschild ist weg. Meine Verteidigung ist gesenkt. Au! Ich muss ihn aber auch abwehren, ihn und seine Attacken. Muss man aber wirklich mal im Kopf behalten, dass man das kann. Fällt mir nicht unbedingt so leicht. Auch wenn er auf mich zugeschnellt kommt. Ich kann alles abwehren. Wenn ich es nur mache. Au! Ich hasse es, dass er die ganze Zeit springt. Das macht mich so verwundbar. Okay, und wir sind ein Level hoch. Gefallene Wesen, irrende Seelen. Hm? In euch soll die Dunkelheit wieder Gestalt annehmen. Was? Wer ist das? Und warum fühlt sich das so seltsam vertraut an? Excuse me there, Maleficent. But do you really think we're getting anywhere with this Colossus? No matter. Any less of an opponent would be an insult. It's him! I fought this thing on the island. But I thought it got swept away into the darkness, along with everything else. Listen to me! You two need to get out of here! Do you actually think I'll take orders from one such as you? Yeah, but Maleficent, I think the Pipsqueak here may have a point. Silence, coward. You will do as I... What? Oh, Pete! Maleficent! Hmm.
Unbelievable! This guy's a lot stronger than what I thought before. No way is this the same guy! It feeds on the glitches? Wait, that's it! Sora, you're not the only one who changed, who evolved within the Datascape. Riku, you want to fill me in? Yes, but listen to me carefully. I know where the bugs came from. All of them. It's your shadow. It's your Heartless, Sora. My Heartless? You once turned into a Heartless. Though you may not remember. It was recorded into the journal along with everything else. Then it vanished. Your memories disappeared too, but you managed to get those back. For some reason, though, the pages of the journal, they stayed blank. And you think my Heartless is responsible for that? It makes sense. Everything in Jiminy's journal revolved around one person. And that person is you, Sora. Without you, there never would have been any entries. This whole time you've been evolving in the Datascape, finding new strength. Your Heartless has been absorbing data and doing the same. It's grown, Sora. Just like you have. But Riku, we put all the data back. That must have at least weakened it, right? I can still stop it, can't I? No. I should have realized all of this sooner. Normally, defeating a Heartless causes its heart to be released. Then the heart's returned to the person who lost it. But when you defeat Heartless here in the Datascape, that wouldn't set any real hearts free. Remember, Sora, hearts can't be turned to data. Instead, I think what you released are probably the Heartless's minds. I did all that? But then, where did the minds end up? Where could they have gone? They're right in front of you. Your Heartless has been gathering, then devouring the dark intentions of all the fallen Heartless. That's where it gets its power. From dark data. And now, just like you, it's become something greater. Something much more powerful. If something this powerful got into Mickey's world? Oh no! I have to protect them. I'll use the strength they've given me! Die dunklen Absichten von Herzlosen. Mal gucken, was er für Angriffe macht. Okay, in erster Linie ist er nur ein Schattenborn. Und ich kann wieder Angriffe einsetzen. Ich seh's. Zum Glück muss ich den Rennteil nicht nochmal neu machen. Wie er mich einfach so erledigt hat. Ich glaub's ja nicht. Ich kann ihn nicht anvisieren. Oh Mann. Das macht eine Attacke à la Roxas. Oder eher Shion. Eine Attacke, die wir im Nintendo DS nur zu oft gesehen haben damit also. Schlag bitte. Ich will nämlich unbedingt dich erledigen. Und ich muss ausweichen. Nun, das war nicht gerade ausgewichen. Und er schlägt nochmal, hm? Nun, die Trippeldrohne macht einiges. Also, das muss ich sagen, das gefällt mir. Weil sie ja nicht nur einmal trifft. Hier bin ich sicher. Wir sehen es hier überall aufleuchten, wo es nicht sicher ist. Und immer dort, wo ich stehe. Das ist eine Sache. Schlag. Und jetzt Vecchio und Trippeldrohne, um noch ein bisschen Schaden dran zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Beste ist, was wir haben können. Es kommt schon direkt zweimal. Das ist neu. Ich habe ihn offenbar in eine neue Attackenphase gehauen. Das da ist Soras Herzlose. Also, der Datenherzlose. Nun,
das mit Daten können nicht dekodiert werden, hatten wir ja von Anfang dem Weisen schon am Ende von Kingdom Hearts 2 gehört, als seine Maschine explodiert ist, hat er ja genau dasselbe gesagt. Das ist die Weisheit, die wir von ihm erlangt haben. Aber dennoch hat der Datensucher hier ein echtes Schlüsselschwert. Ich denke, das ist nur eine Halbwahrheit. Und dass Datenherzen entwickeln können. Weil sie im Grunde nichts anderes sind als die Wesen aus der echten Welt. Hörst du jetzt mal auf mit deiner Lightshow? Bitte! Kannst du mich jetzt angreifen? Danke! Und weg hier! Und die Triple-Drohne. Na gut, die hat jetzt nichts gemacht. Aber unglaublich, wie wenig ich ihn angreifen kann zwischen seinen Hits. Au. Zum Glück habe ich ja noch so viele Vitras. Also zwei. Ich gehe mir näher ran, vielleicht bist du dann eher versucht, mich zu schlagen. Und genauso sieht's aus. Das ist also die Feuerhunter. So, du wirst angegriffen, während ich dem Feuer ausweiche. Nur, dass das nicht wirklich ausgewichen war. Ich will auf jeden Fall nicht die Feuerhand gegen mich aufbringen. Lieber die Eishand. Und die Triple-Drohne. Auch schön zu sehen, dass Suras Herzloser mit ihm aufgelevelt ist. Und dass er ein Schattenborn ist, vor allen Dingen. Schlag mich. Danke. Ich kann die Sache nicht hier besser angreifen. Dafür sind da aber auch die Feuerbälle auf jeden Fall. Und ich brenne nach dieser Aktion. Das ist auch noch so eine Sache. Oh, okay. Okay. Ich kann das zwar ein bisschen angreifen, aber ich will lieber ausweichen und mich heilen. Gut, danke. Genau bei der Triple-Drohne aufgehört. Greif ihn an, Soras Herzlosen. Okay, das war's also damit. Ich gehe auf einen Vitra. Mach ruhig deine Lightshow wieder. Ist mir eigentlich ganz recht. Wow, jetzt hat ein bisschen mehr abgezogen. Ach, schon wieder die Lightshow. Hör auf mit der Lightshow. Bitte. Ich gehe... Hör auf damit, bitte. Ganz ehrlich, die zieht das nur in die Länge. Ich bleib jetzt hier. Schlag mich. Danke. Ich heile mich ja. Deswegen, ich habe das mal absichtlich so gemacht. Okay, du verschwindest wieder. Er ist tot. Is it over? Wait. How is this possible? Changing. No, it's evolving. Anti-Sora, unser neuer Boss. Und nebenbei eine nette Melodie. Soras Herzloser. Ich will ihn nicht unterschätzen, er kann uns töten. Und wenn er es tut, müssen wir den anderen Schattenborn nochmal erledigen. Denke ich.
meine mich zu erinnern. Und wie zwei D-Schlüsselschwerter auf uns regnen lässt. Es erinnert so ein bisschen an Roxas Finish aus Kingdom Hearts 2. Nun, ich konnte mir ein goldenes Schlüsselschwert am Ende der Attacke krallen. Das ist eine Sache. Ich konnte es aber nicht gegen ihn einsetzen. Komm schon. Erinnert ihr euch an diese Melodie? Sie spielte doch in Kingdom Hearts 1 bei Anthems Herzlosen. So. Das brauchten wir. Damit können wir ihn jetzt nämlich doppelt einheizen. Wir haben ihn in den Schattenleucht zurückverwandelt. Warum schaut es mich so an? Was hat es vor? Oh oh. Dreifache Ausführung. Und jeder macht seine eigenen Attacken. Als ob das nicht schlimm genug gewesen wäre, wie es vorher war. Und Vitra. Oh, 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 oh. Ich werde sterben. Trippeldrohne. Das kann was bringen. Das Elektrofeuer ist nicht das beste Kommando gegen sie, weil ich damit stehen bleibe. Und ich muss mich jetzt bewegen. Aber ich kann das goldene Schlüsselschwert sammeln gleich. Ist ein Klon gerade verschwunden? Komm schon. Ich erledige euch alle. Oh ja, und das Eiskommando dann noch. Du kannst mir nicht entkommen, Schattenleuch. Wie lange geht das denn noch? Auf jeden Fall noch eine Weile. Ich muss jetzt unbedingt zu einem Vitra kommen, weil die machen auch ein bisschen Schaden. Eines ist auf jeden Fall klar, ich will nicht sterben bei diesem Kampf. Und Trippeldrohne. Das Ganze sieht sehr aus wie das Finale, ne? Nun, ob es das Finale ist, das überlasse ich erstmal euch. Sie machen es diesmal alle drei. Und einer hat sich teleportiert. So. Die Trippeldrohne noch mit dazu. Herzloser, das war's. Remember what I said? We always help friends. Even when the darkness closes in on you. All you have to do is look inside. And that's where you'll find your light. Come on, Sora. It's time to do this. Nun, auf jeden Fall, was ich noch vergessen habe anzumerken. Ich habe euch ja schon gesagt, dass wir den Schattenborn das erste Mal bekämpft haben. Dass er nicht tot ist, sondern aufgesogen wurde, wie wir. Und andere Welten bereist hat danach. Nun, hier ist er letztendlich gelandet. Der Ursprung aller Bugs. Hätten wir ihn damals getötet, wäre nichts hiervon passiert. Nun, Mickey hält ihn gefangen und wir prügeln auch sein wahres Ich ein. Also, los. Und die Drohne beendet es.
und wir erhalten Binär, das neue Schlüsselschwert. Maleficent! You're here! You're all right! I found them caught inside a rift in the data. We were just fine. You will hear no words of thanks from me, child. Sayonara to the 1, 2, 3 of you! I'm out! See you chumps on the other side! Well, I think I'll keep an eye on them on their way out. And by the way, don't think we're letting you off the hook. Pretty soon, the data will go back to its original form. The way it was before, all of those bugs showed up. It's time to say goodbye. Huh? What gives? Is it a glitch? There's some kind of lump in my throat. It's not a glitch. That's just what goodbye feels like. When we met in the datascape, it brought back a whole bunch of memories. The day I set out on my first big adventure. The day I made a new friend. A special friend. They all came rushing back to me. I knew that the journal, it's not just a diary, it's a collection. A collection of all we felt. The journal shows what's in our hearts. I promise, we'll tell the other Sora and Riku about what happened here. That way, this journey that we just had will be one everyone shares. The memories will always connect us. They'll be our own special bond. Remember, we're friends forever, Sora. Yep. Friends forever, Your Majesty. It's finally clear. What's that? Why, that world they call the Date Escape seems so familiar. Huh? A book. Known as the Ancient Book of Prophecies. It's said to be capable of transcribing events that have yet to take place. No kidding! If we got our mitts on something like that, we could finally take over permanent-like. Yes, considering legend has it the book can also conjure, making an entire world filled with beings and powers that have yet to exist. Really? A book that could just make up a world? I don't know. That sounds like nothing more than fluffy pink kids' fairy tale stuff. It just sounds too good to be true. Ah, but who's to say a fairy tale's not true? And I ask you, how does that differ from this world they call the Datascape? Don't you think it might just be worth our while to search for a connection? Perhaps there's a link of some sort between that so-called journal of theirs and the Book of Prophecies. I'd say with that, we are onto something huge, eh, Maleficent? Ours is not a lost cause. First, we must take possession of this data of theirs. Thank you.
Hey, you know, we never did figure out that mysterious message. Guys, big news. A new world has shown up inside the journal. What do you mean? I've found another door leading to extra data. Somebody must have added it, once all the other data was restored. And if we explore that world? Then we should get some answers about this message. Great! Let's ask Sora to... When we fixed the data, everything in the journal went back to the way it started. Remember? Which means that Sora's journey through the datascape, it never happened to him. Why, now he's just the same boy he was before he ever met any of us. I'm fine. My partition isn't affected. But Sora, we can't send him out there when he doesn't know what's going on. Wait! Hey, Riku! Could you help me get back into the datascape one more time? Hey! Sora, this was the day that your journey began. I know, because I was here too. It's time for the truth. Where am I? How'd I end up in this place? And who are you? I'm Mickey. I've come here from another kind of world. Another kind of world? Their hurting will be mended when you return to end it. It's a message, and you're the only one with the power to solve the mystery behind it. So we really need your help. Power? What's that? Whoa! What's that? You may not remember, but it's clear you still hold the power inside you. Think you'd be willing to lend us a hand? You might help us figure out the truth. Gosh, I don't have a clue what's going on. I don't, but at the same time, what you're saying feels kind of familiar. So this truth you're talking about, do you think it involves me somehow? Actually, I'm not exactly positive. However, I get the sense it's something important you need to know. If it's information that I'm supposed to know then, well... Okay, Mickey, I'll help. Thank you. Let's go. Just follow my lead. Whoa. So you think the truth's hiding somewhere in here? Hey, Mickey? Guess he went ahead. Who are you? Me? I'm nobody. In this place, to find is to lose. And to lose is to find. That's the way of things. Here in Castle Oblivion. Castle Oblivion? That's right. Here you will meet people you know. People that you care about. It's a kind of card. With a picture on it. Use that card and press on. You will find the truth that sleeps up ahead. Well, wait! But how am I supposed to use this? He could have told me that much. And why does he seem so familiar?
Im Schloss des Entfallens dienen Weltkarten der Fortbewegung. Setze die Weltkarten an der Tür in der Vorhalle ein, um Illusionen hervorzurufen. Wie in Chain of Memories. Castle Oblivion. Immer wieder Castle Oblivion. Wir sind also wieder im Land des Aufbruchs. Nur diesmal natürlich eine Datenversion davon. Ob es hier dann auch einen Datenventus gibt? Sora hat ein Schlüsselschwert. Die Daten wurden formatiert, wohl aber nicht sein Herz. Außerdem eine schöne Hommage. Wir können uns natürlich denken, dass der Kuttentyp von jetzt der ist, der uns ganz am Anfang im Spiel begegnet ist, von dem Riku sagte, dass er es nicht war. Und was er gesagt hat. In this place, to lose is to find, and to find is to lose. Er hatte Malusha nachgemacht aus Kingdom Hearts Chain of Memories. Schöne Omars, schöne Omars. Wir können nicht zurück. Wir können nur vorwärts gehen. Aber für diesen Part sind wir definitiv fertig. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas zu verändern haben. Wir haben die neue Matrix freigeschaltet. Ha, ich bin genau richtig gegangen. Der hier oben ist tatsächlich nicht freigesetzt, aber der da unten. Aber was ist das? Bugchip G kann mit einem G-Debugger zerstört werden. Und das müssen wir auch machen, um zum Kern zu kommen. Egal von welcher Seite. Ey, ich habe genau die richtigen bedient. Haha. Dann brauchen wir jetzt 5 für die eine Seite des Kerns. Und 6, 7 für die andere Seite des Kerns. Und 2 dieser Debugger. Und ganz oben gibt es noch einen Systemkern, den wir freischalten können. Die Matrix ist fast vollständig. Kommandos sind aufgelevelt. Meine Kapazität ist nach wie vor 92. Immer noch mit dem Betäuber zur Folgersalbe, was ich weniger gut finde. Nehmen wir ein Vita. Elektrofeuer immer noch nicht kombinierbar mit irgendwas. Wir nehmen Tornado. Einfach so. Vita erhält ein weiteres Upgrade. Nicht zu kombinieren mit irgendwas, was ich gerade habe. Ist aber nicht schlimm. Nehmen wir einen Tornado noch rein. Die Trippeldrohne ist auch stärker. Stufe 30. Die könnte aber mal ein Upgrade vertragen, weil die werde ich zu nichts kombinieren können im Laufe dieses Projektes. Und der Aufwärtshieb. Immer noch mit dem Betäuber zu Folgersalbe. Nehmen wir einen Tornado rein. Und Vitra sollte sich auch aufleveln. Sollte sich möglichst verändern zu Vitaga. Könnte ich langsam gebrauchen. Aber dann müsste ich mir was kaufen. Gibt es irgendein Kommando, das mich auf... Nee. Alles wird mich über die 100% Kapazität bringen. Selbst ein Vita auf 101%. So ein Blödsinn. Die Ausrüstungsmatrix. Memoir mehr. Nun... Wir könnten es natürlich einsetzen, aber binär. Wir nehmen einfach mal binär. Um es auszuprobieren, damit wir alle ausprobiert haben. Nun, für diesen Part sind wir fertig. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Dragline ist soweit over and out. Tschüss.